So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, eine neue Folge Max Out Monday. Und zu Beginn muss ich gleich kurz was anmerken. Hier ist es nämlich mein Textdokument von der Raid Mania im April. Heute ist der erste, fünfte, das heißt es ist Mai. Die letzte Raid Mania für den letzten Monat April ist vorbei. Und normalerweise krönen wir da immer einen Sieger, der das... Maskottchen, das Kanalmaskottchen für den nächsten Monat aussucht. Im letzten Monat war das dieses Restler-Pikachu, was uns begleitet hat. Jetzt habe ich das total verschwitzt. Es hat irgendwie auch gar keiner gemerkt, glaube ich. Aber wir haben fünf Sieger. Äh, aus der letzten Raid Mania, und zwar Benny 3000 BE, Dandro 26, Dumanoman, Mann, Hannes 4 und Maxi Hip, die alle sind auf Platz 1 mit 2 Punkten, 2 Punkten. Und einer von denen darf das Kanalmaskottchen für den nächsten Monat bestimmen, also für Mai, was uns im Mai begleitet bei Streams, bei Infovideos, bei anderen Sachen. Und ich würde sagen... Der erste von diesen fünf, der hier einen Kommentar und an dieses Video schreibt und mitkriegt, dass er ein Kanalmaskottchen bestimmen muss und mir angibt, welches Kanalmaskottchen er möchte, also einfach ein Pokémon nennen, was ihr jetzt Kanalmaskottchen möchtet. Der erste, der das schafft, von Benny Dandro, Domano Mann, Hannes kanes 4, Maxi Hip, der wird belohnt, der. Kriegt dann das Kanalmaskottchen. Ansonsten weiß ich gar nicht. Guckt mal bitte in den Community-Tab. Habe ich eine Umfrage gestartet, ob wir überhaupt die Raid Mania weiterführen wollen. Da ja aus eineinhalb Stunden Raid-Spaß, Shiny-Hand und 100er-Hand, mittlerweile 15 Minuten, kurz fünf Raids machen und dann ist Feierabend. Da kommt gar kein Feeling auf. Das ist einfach nicht das Gleiche und weiß ich nicht. Stimmt da mal ab, ob ihr sagt, egal, selbst wenn es nur 5 Raids sind, wir wollen trotzdem Raidmania-Punkte verdienen und finden das immer noch spannend, auch bei 5 Raids. Wir wollen ja trotzdem, dass es Kanalmaskottchen gibt und man sich Punkte verdient. Oder sagt ihr, das hat so keinen Sinn, wir machen keine Raidmania mehr und können Vorschläge auch im Community Tab machen bei der Umfrage. Was würdet ihr euch denn wünschen, was wir vielleicht stattdessen machen könnten, wenn wir keine Raid-Stunden mehr spielen? Was könnten wir stattdessen machen? So, schreibt da mal was hin oder sagt, lasst alles so wie es ist. <laughs> Raids für Zuschauer am Wochenende, am Sonntag ist ja auch nicht mehr so wie es war. Wird jetzt immer so sonntags chill gemacht, aber trotzdem immer noch Raids für Zuschauer. Wer noch was braucht, der kann sich auf uns verlassen. Aber hauptsächlich geht es jetzt eher um Rumgammeln. Wir sitzen einfach nur noch Zeit ab. Ich möchte jetzt aber bei Max Out Monday wieder einen Titel Pokémon maxen auf Level 50 in 100% und fünf Vorschläge aus der Community. Die werde ich mir gleich anschauen, die ihr in das letzte Video kommentiert habt. Das sind auch die Regeln. Wenn ich einen Pokémon habe in 100% und genügend XL, um es auf 50 zu maxen, dann maxen wir das bei Max Out Monday aus euren Vorschlägen heraus. Sechs Stück insgesamt. Eins, was ich bestimme. Fünf, was ihr bestimmt. Und ich habe mir heute rausgesucht. Das also muss ich mal hier oben eingeben. Habt da was in die Zwischenablage? Vier Sternchen und Mirr. Das sollte eigentlich Mirr-Abla stehen. Hier ist auch Mirr-Abla. Wir haben schon mal ein Gifloor gemaxt auf 2893. Und wir haben auch schon ein Blue Bella gemaxt auf. 2578. Ich habe jetzt aber ein 100% Krypto Mirapla und das möchte ich jetzt auch maxen. Wir maxen das erstmal auf 1389, weil die als Krypto so besonders stark und brutal sind und das Teil ist ja auch ein Giftangreifer, möchte ich dieses jetzt Entwickeln von Mirapla zu Duflor und von Duflor zu Giflor oder andersrum Giflor und Duflor. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Erst Duflor. Da, da, Duflor, genau. Und dann zu Giflor. Wir hätten jetzt natürlich die Auswahl, ob wir es zu Giflor machen oder zu Bluebella. Aber ihr habt ja schon gesehen, dass das Duflor einfach viel Höhere WP erreicht und ich finde äh, Giflor auch deutlich das coolere Pokémon. Weil alles, was Kanto ist, ist für mich beste. Kanto ist meine Lieblingsregion, sage ich immer wieder, weil die kannte ich wenigstens noch. Die Kanto, die kannte ich. Den Rest, das ging an mir vorbei. Das ist mir alles zu kitschig und guckt euch an, wie böse wie heftig, böse, aggressiv das hier aussieht. 100% Tag, da muss noch Krypto dran, da muss noch Level 50 dran. Und jetzt haben wir genügend Tags dran, dass das jetzt neu in der Sammlung ist. Das ist ein männliches, da ist das Blumenmuster oben drauf auch anders als wenn wir. Ist das zufällig ein weibliches? Nein, das ist auch ein männliches. Aber guck mal, wie freundlich das guckt. Und wie böse mit dem offenen Mund das hier guckt. Ist jetzt auch schwerstes und größtes. Das war mein Titel-Pokémon. Jetzt kommen noch fünf Vorschläge von euch aus der Community. Das scrollen wir mal nach unten, dass wir wieder der Reihenfolge nachgehen. Juenta hat gesagt, ich schlage ein Goldini oder ein tragosso vor. Goldini. Ich glaube, Goldini haben wir noch nie gehabt, oder? Goldini. Goldking ist auf 50. Goldini ist nicht auf 50. Geht aber auf 50 und maxen wir jetzt auch auf 50. So haben wir den ersten Vorschlag aus der Community auch fertig. Goldini auf Level 50 mit 1302. Und ist auch wenigstens ein Kando Pokémon. So, Level 50 Tag dran, 1302. Dann haben wir Henry Herford. Flunschlig Galar. Oder normal. Jetzt geben wir mal Flunschlig ein. Flunschlig. Galar. Oder normal, sind beide auf 50 und haben beide genau die identischen Wettkampfpunkte von 2445. Jochen sagt, Sandan Alola. Ich glaube, Sandan. Muss ich hier reingucken. Sandama ist auf 50. Auch das ist Kanto. Und. Das Alola noch! Ach, da hat er sich wieder gerettet und genau geguckt, dass wir das Kando gepusht haben und ich gesagt habe: am besten schlagt er noch das Alola vor. Dann ist das auch fertig. Also, Sandan, Alola, auch auf 50 mit 1462. Und hat damit mehr als das Kando. Weil das hat nur 1426. Ist jetzt nicht so ein großer Unterschied, aber es ist ein Unterschied. Zweiter Punkt der Community, dritter. Balu sagt. Rotomurf könnte was werden, denn ich glaube bisher habe ich auch nur die Entwicklung Stalobor gemaxt auf 50, aber Rotomurf selber nicht auf 50. Also machen wir einmal Power-ups bei Rotomurf auf 50 und er kommt genau auf 1555 WP, kriegt jetzt ja auch den Level 50 Tag noch mit dran. Ist er auch gemaxt in der Familie? Sieht gut aus. Dritter Punkt der Community. Zwei Community Punkte stehen noch aus. Mark niemals, sagt Goldini. Hätte gepasst. Haben aber jetzt schon. Trotzdem Grüße gehen raus an den Mark. Miku, mein Vorschlag wäre fruial. Äh, jetzt muss ich gucken, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Fruial haben wir ja schon gemaxt. Ne? Das Frubeiler ist nicht gemaxt und das Frubal ist auch nicht gemaxt. Wir maxen einfach mal die zweite Stufe hier und nehmen das Frubeiler noch hoch auf 856 WP. Das heißt, der kleine Apfel, die kleine Frucht bleibt erstmal unten. Jetzt haben wir nämlich auch keine Bonbons mehr. Ihr braucht also nicht Frubal vorschlagen, das wird nichts. Haben diese Familie also jetzt auch fast durch und brauchen noch einen Punkt. Miku schreibt hinterher Frubal. Ha! Ja, da habe ich aber jetzt keine Bonbons mehr. Ich habe nur noch 1-1-0. <laughs> Gucken wir mal, mal zu Timo. Dein Hintergrund schaut mittlerweile echt gut aus. Naja, das sieht irgendwie gefühlt immer anders aus. Ich mache gerade fruial die Endstufe von Frubal, eventuell etwas fürs Mittwochsvideo. Äh, Borgi sagt auch, Rodomorph wäre cool. Hammer fertig. Ich, ich sagt Bitora. Jetzt. Pass auf, Bitora. Bitora, B. IT Tanatora haben wir auf 50. Uh, Bitora, wir haben genügend XL. Können wir maxen auf 1069 WP? Machen auch hier den Level 50 Tag dran. Damit ist auch der fertig. So, Bitora, würde Bisa-Fan jetzt sagen. Und das war's, das war's, das war alles, Grüße natürlich auch an den Rest hier, ab ins Tierheim, Bisafein Enzo, Philipp, Benjamin Engel, Tobias Reuter, Tobias Reuter, Tobias Reuter, Tobias Reuter, Tobias Reuter, Tobias Reuter, Alexander Ahringer, Ehren, Ehren, Genaya und Easy, 680 per day, da müsst ihr auf jeden Fall hin, das ist nämlich wieder Scam und Betrug. Wenn ihr jetzt nicht dran war, dann seid nicht traurig. Ihr könnt ja Vorschläge wieder unter dieses Video machen. Schreibt eure Lieblings-Pokémon rein, die ich maxen soll oder guckt genau hin, was habe ich gemaxt, was steht noch aus, was wäre noch möglich. Wer nicht dran war, schreibt es schnell wieder drunter. Wer dran war, denkt sich was Neues aus und stimmt bitte mal im Community-Tab in der Community-Funktion ab, was wir mit der Raid Mania machen. Das ist wichtig, dort die Kommentare zu dem Thema sammeln und mal schauen. Ob einer der fünf Gewinner sich meldet, damit wir das äh, Mai-Maskottchen haben. Benny, Dandro, Dumano Mann, Hannes Kannes 4, Maxi Hip. Wer zuerst hier guckt und kommentiert mit dem Maskottchen, der wird das Maskottchen kriegen. So. Schreibt aber bitte euren ingame namen dazu, nicht, dass ihr bei Google anders heißt wie In-Game und ich dann gar nicht weiß, dass ihr das seid und ne? Deswegen war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise heute Abend bei Chill mit Ramses ab 20 Uhr. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.